gesellschaftlichen Bereiche haben geschlafen. Das ist so schlimm, wird es doch nie kommen. Und das ist doch. Und jetzt haben wir es da. Jetzt haben die Gelder in den Universitäten. Jetzt haben wir den Gendersprech in den Universitäten, in den Redaktionen. Ohne dass wir wirklich wissen oder verstanden haben, was es für einen gesellschaftlichen Schaden anrichtet. Herzlich willkommen bei Achtung Reichelt. Meinen heutigen Gast muss ich niemandem in diesem Land vorstellen. Fürstin Gloria von Thurn und Taxis lebt zwar in einem Schloss, aber sie hat die einzigartige Fähigkeit auszusprechen, was Millionen Menschen denken. Sie kennt die Welt und versteht dieses Land wie kaum eine andere. Fürstin, herzlich willkommen bei Achtung Reichelt. Vielen Dank für die Einladung. Wir wollen heute sprechen über Italien, über Giorgia Meloni, die dort die erste Ministerpräsidentin in der Geschichte Italiens ist. Und natürlich, wir ahnen es, rechts, rechts, rechts und gefährlich für Europa. Wir wollen anfangen mit einem Video von Giorgia Meloni, was um die Welt gegangen ist. Ein Video, das viral gegangen ist. Wir schauen gemeinsam einmal kurz rein. Potrei farne tante altre di queste domande. A monte c'è quella che ci facciamo oggi. Perché la famiglia è un nemico? Perché la famiglia fa così paura? C'è una risposta unica per tutte queste domande. Perché ci definisce? Perché è la nostra identità. Perché tutto quello che ci definisce in questo tempo è un nemico. Per chi vorrebbe che non avessimo più un'identità e che fossimo solamente schiavi, consumatori perfetti. E allora è sotto attacco l'identità nazionale, è sotto attacco l'identità religiosa, è sotto attacco l'identità di genere, è sotto attacco l'identità familiare. Non devo potermi definire italiana, cristiana, donna, madre, no? Io devo essere cittadino X, genere X, genitore 1, genitore 2, devo essere un numero. Perché quando sarò solamente un numero, quando non avrò più un'identità, quando non avrò più radici, beh, allora sarò lo schiavo perfetto in balia della grande speculazione finanziaria. Es scheint, als würde keine Rede auf der Welt Linken so Angst machen wie diese Rede, Fürstin. Warum? Ja, offensichtlich hat sie damit ins Schwarze getroffen, denn normalerweise könnte man ja sagen, Verschwörungstheorie, Quatsch. Aber allein die Tatsache, dass das der Grund war, die arme Frau als rechtsradikale Mussolini-Tante anzusprechen und zu verunglimpfen, zeigt ja, dass es eben leider wahrscheinlich stimmt. Alles, was sie sagt, nämlich, dass wir die perfekten Consumatori, also die perfekten Kunden, der perfekte Käufer, der perfekte Konsument werden sollen und keine andere Identität mehr haben sollen. Keine nationale, keine Familie. Und nur noch die Sexualität, weil das ist ja das Einzige, was man uns gelassen hat, so ungefähr. Wir sind homo oder hetero oder noch mal was anderes. Also offensichtlich hat sie da ins Schwarze getroffen und leider Gottes wird es wohl so stimmen. Alle sagen, diese Frau ist gefährlich. Für wen ist sie eigentlich gefährlich? Für Europa oder eher für das politische Establishment in Europa? Naja, ich weiß gar nicht, ob das politische Establishment in toto wirklich schon eingenordet ist oder ob da sehr viele dumme Mitläufer sind. Offensichtlich, wie gesagt, ich habe das auch so nicht geglaubt. Aber nachdem die Giorgia Meloni das gesagt hat, hat man sich gesagt, naja, das ist eine tolle Rede. Ich war übrigens dabei, wie sie die Rede gehalten hat. Wir waren alle begeistert, weil sie natürlich auch für die Familie gesprochen hat. Und ich bin auch sehr stark für die Familie, und zwar für die klassische Familie, weil es einfach einen Stabilitätsfaktor in der Gesellschaft darstellt. Aber sie ist natürlich offensichtlich gefährlich für die Ideologen, die dieses neue Gesellschaftsmodell propagieren und wieder mal, wie immer bei den Sozis, irgendwelche Experimente mit einer Bevölkerung machen, egal was schief geht. Wir sind hier wieder in einem Experiment. Es soll eine neue Gesellschaft entstehen, die keine Nationalitäten mehr kennt, die keine familiären Bindungen mehr kennt. Und das scheint wirklich wahr zu sein, weil sonst hätten sie sich ja nicht gegen die Meloni so eingeschossen. Die Meloni ist wahnsinnig hübsch, sehr sexy, kann sehr gut reden. Ich verstehe gar nicht, sie entspricht doch dem idealen Profilbild. Endlich mal eine Alternative zum alten Berlusconi und schon wird die auch wieder verteufelt. Also hat sie den Finger in die Wunde gelegt. Und das müsste uns zu denken geben.
Experimente, haben Sie gesagt, Experimente mit unserer Gesellschaft. Das kann man ja einmal sozusagen im übertragenen Sinne betrachten, man kann es aber auch tatsächlich ganz wörtlich nehmen. Meldung aus Deutschland, und auch darüber spricht ja Giorgia Meloni, über sozusagen den Angriff auf unsere Familie, den Angriff auf unsere Gewissheiten. Meldung aus Deutschland von vor wenigen Tagen, die Bundesregierung empfiehlt Kindern Hormonbehandlung, sogenannte Pubertätsblocker, damit sie vielleicht ein bisschen länger Zeit haben zu gucken, ob sie eigentlich ein Junge oder ein Mädchen sind. Was ist da los? Das machen doch eigentlich nur verrückte Kindern, Hormonbehandlungen zu empfehlen. Daran sieht man, dass jetzt die Ideologen Plätze eingenommen haben, die früher von vernünftigen Leuten besetzt waren. Jetzt sind wirklich wild geworden. Es ist fast so in eine Experimentierphase wie im frühen Marxismus oder bei Mao Zedong, wo man einfach sagt, der Mensch ist einfach nur Verfügungsmasse. Wir müssen jetzt was Neues ausprobieren und das ziehen wir jetzt einfach durch. Die vernünftigen Leute haben das Lokal verlassen und wir sind jetzt ausgeliefert einer Horde von Ideologen, die es gar nicht interessiert, ob es funktioniert oder nicht, sondern sie wollen es einfach mal ausprobieren. Und die Opfer interessiert sie auch nicht. Das haben wir ja bei den großen Marxisten oder bei diesen ganzen autoritären Regimen immer gesehen, bei diesen autoritären Diktaturen. Wir marschieren schön langsam in eine Wohlfahrts- oder wir sind bereits in einer Wohlfahrtsdiktatur. Und wenn wir die Demokratie noch ernst nehmen, dann müssen wir jetzt mit unseren lokalen Politikern sprechen und alle Bürger haben die Verpflichtung, diesen Trend zu stoppen, indem sie sich beschweren, indem sie Briefe schreiben und auch vor allen Dingen mit ihrer Zeitung sprechen, mit ihren Medienschaffenden, einfach damit hier wieder eine Trendumkehr ins Normale stattfindet.